Das stimmt doch nicht, Martina. Doch, das tust du, Papa. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ach, das ist doch Quatsch. Ich guck doch nicht streng. Doch, jetzt tust du es schon wieder. Du müsstest dich mal sehen. Immer legst du deine Stirn in Falten, als ob sonst was wäre, und guckst so streng. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, Papa, aber du gibst mir damit ständig das Gefühl, dass ich alles falsch mache und dir nichts recht machen kann. Immer dieser strenge Blick, egal was ich tue. Ich habe immer den Eindruck, dass ich deinen Ansprüchen nicht genüge und dass du dich ständig nur bei mich ärgerst. Das macht mich fertig. Versprich mir, dass ich diesen Blick nicht länger sehen muss. Ja, ich versuch's. Sieht aber nicht so aus. Mein Gott, ich guck nun mal so. Was soll ich denn machen? Das wirst du ja gleich sehen. Pass ab. Also ich find's schön, dass sich unser Verhältnis auf so unkomplizierte Weise schlagartig verbessert hat, Papa. War auch teuer genug, dieses Botox. Und? Ärgert dich das? Und wie? Sieht man dir gar nicht an.